In den Weiten des Universums, Milliarden von Lichtjahren entfernt, hat ein Team von Astronomen unter der Leitung von Margarita Safonova eine bemerkenswerte Beobachtung gemacht. Ein Paar von Galaxien, das möglicherweise nicht das ist, was es zu sein scheint. Dies könnte der Schauplatz eines erstaunlichen kosmischen Phänomens sein, bekannt als kosmischer String. Kosmische Strings sind faszinierende Objekte. Bisher sind sie natürlich nur hypothetisch gewesen. Die bestehen aus Wirren der Frühzeit des Universums, die aus diesem hervorgegangen sein könnten. Sie sind wie Narben im Raumzeitgewebe. Dünne, aber energetisch dichte Regionen, die das Licht auf ihrem Weg durch das Universum beeinflussen können. Safonovas Team glaubt, dass das, was wir als zwei Galaxien sehen, tatsächlich ein und dieselbe Galaxie sein könnte. Der mysteriöse kosmische String könnte wie eine Linse wirken, die das Licht der Galaxie ein wenig ablenkt und so ein doppeltes Bild zeigt. Diese Verdopplung ist allerdings eine optische Illusion, eine Spiegelung, die durch die gravitativen Effekte des Strings entstehen. Diese Entdeckung öffnet ein neues Fenster zu einem tieferen Verständnis der komplexen und wunderbaren Strukturen, die unser Universum prägen. Es ist, als ob wir ein neues Kapitel in einem Buch lesen, das die Geschichte des Kosmos erzählt. Eine Geschichte von ungesehenen Kräften und verborgenen Realitäten, die darauf warten, enthüllt zu werden. Oh, das war ein sehr dramatisches Intro, aber es hat mir gefallen. Also tauchen wir ein in die Welt der kosmischen Strings und wohl ihrer bahnbrechenden Entdeckung. Kosmische Strings sind winzige, eindimensionale Falten oder Risse in den Feldern des Universums, von denen man annimmt, dass sie zu Anbeginn der Zeit entstanden sind, als sich die Realität selbst ausdehnte und dann irgendwann einfror. Der Begriff kosmische Strings und die Idee von Rissen in der Raumzeit mögen allerdings ein bisschen wie Konzepte aus einem Science-Fiction-Roman erscheinen. Aber sie sind ernsthafte Hypothesen, die innerhalb der theoretischen Physik diskutiert werden. Und meine Augenbraue kratzt. Einen Moment. Okay. Wenn sie existieren, sind es exotische, eindimensionale Strukturen im Universum. Sie können als lineare, topologische Defekte betrachtet werden, die dann während eines Phasenübergangs in den frühesten Momenten des Universums kurz nach dem Urknall auftreten könnten. In dieser Zeit kühlte das Universum rapide ab. Und die fundamentalen Kräfte und Teilchen froren in ihren gegenwärtigen Zuständen ein, ähnlich wie Wasserdampf zu Eis wird. Es ist während dieses Einfrierens oder Phasenübergangs, dass solche Defekte wie kosmische Strings theoretisch entstehen könnten. Was bedeutet es aber, wenn wir jetzt von einem Riss sprechen, vor allem in der Raumzeit? Nun, es ist wichtig zu erklären, dass kosmische Strings, obwohl sie als Risse bezeichnet werden können, nicht im Sinne eines Risses in einem materialen Objekt zu verstehen sind. Sie sind keine Leerstellen oder Löcher. Das wäre jetzt kein kosmischer String. Stattdessen sind sie mehr Regionen im Raum, in denen die Felder, die die Materie und die fundamentalen Kräfte emittieren, unterschiedliche Konfigurationen oder Phasen aufweisen. Und um das ein wenig klarer auszudrücken, denk an ein Magnetfeld. Ein kosmischer String könnte wie eine Linie sein, an der die Ausrichtung des Magnetfelds anders ist als in der Umgebung. Sie repräsentieren also keine Leere, sondern eher eine Anomalie oder eine Abweichung in der Struktur der Felder, die das Universum füllen. Kosmische Strings sind durch Beobachtungen nicht leicht nachzuweisen. Das liegt daran, dass die Auswirkungen, die sie auf das Universum haben, sehr ähnlich aussehen können wie Effekte, für die es andere Erklärungen gibt. Es kann jedoch winzige Unterschiede geben, die eher auf kosmische Strings als auf die anderen Erklärungen hindeuten. Zuvor müssten wir aber auch vielleicht erklären, weil es für einige vielleicht verwirrend klingen mag, ob die kosmischen Strings was mit der String-Theorie zu tun haben. Nun, kosmische Strings und Strings der String-Theorie sind in der Tat sehr unterschiedlich in ihrer Natur und in den Konzepten, die sie in der Physik vertreten. Wir haben bereits besprochen, was die kosmischen Strings sein könnten. Die Strings aus der String-Theorie hingegen sind fundamentale Objekte,
wenn ihnen angenommen wird, dass sie die Basis für alle Elementarteilchen sind. Sie sind winzig in der Größenordnung der Plancklänge und existieren in einer Vielzahl von Vibrationsmodi, wobei jeder Modus einem bestimmten Teilchen entspricht. Die Stringtheorie ist ein Kandidat für eine Theorie der Quantengravitation und ein möglicher Weg zur Vereinigung aller vier fundamentalen Kräfte der Natur in einem gemeinsamen Rahmen. Zusammengefasst, kosmische Strings sind makroskopische Objekte, die als Überreste aus dem frühen Universum angesehen werden, während Strings der Stringtheorie mikroskopische Objekte sind, die als fundamentale Bausteine der Materie vorgeschlagen werden. Doch zurück zu unseren kosmischen Strings. Safanova und ihre Kollegen haben nicht nur einen, sondern mehrere kosmische Strings in einem Kandidaten namens CS-C1 identifiziert, der im kosmischen Mikrowellenhintergrund den Strahlungsresten von der Geburt des Universums nachgewiesen wurde. Sie konzentriert sich jedoch in ihrer Arbeit auf die stärkste kosmische Stringsignatur, ein Galaxiepaar namens SDSSJ 110429.61+233150 3 oder kurz SDSSJ 110429. Bei dem Galaxiepaar könnte es sich um ein normales Galaxiepaar handeln. Eine andere Erklärung für sehr nah beieinander liegende, ähnliche aussehende Galaxien ist, dass es sich um ein Doppelbild handelt, welches durch einen Effekt namens Gravitationslinse erzeugt wird. Dies ist der Fall, wenn sich die Raumzeit um die Masse im Vordergrund krümmt, wie die Krümmung, die durch ein Gewicht auf einem Trampolin entsteht. Licht, das sich von einem weiter entfernten Objekt durch diese Raumzeit bewegt, folgt einem gekrümmten Weg, was zu diesen beobachteten Verzerrungen, Vergrößerungen und Verdopplungen führt. Normalerweise können wir die Vordergrundmasse sehen, die diesen Linseneffekt verursacht. Zum Beispiel ist es eine Galaxie oder ein Galaxiehaufen. Und das Licht des Hintergrundobjekts ist normalerweise verzerrt und es gibt vor allem eine Zeitverzögerung zwischen den Doppelbildern. Das Fehlen dieser Eigenschaften könnte bedeuten, dass wir es mit zwei Galaxien zu tun haben und nicht mit einer einzigen linsenförmigen Galaxie. Oder es könnte auf das Vorhandensein von kosmischen Strings hindeuten. Und es scheint keine offensichtliche Vordergrundmasse vor. SDSS, ja, haben die keine kürzeren Namen? Auf jeden Fall für das Galaxiepaar zu geben. Auch ist das Licht nicht verzerrt. Safanova und ihre Kollegen aus Indien und Russland führten jedoch eine detaillierte Analyse des Lichts der beiden Galaxien durch. Beide hatten fast identische Spektren. Das heißt, das Licht der einen Galaxie wurde sauber in das der anderen Galaxie eingepasst. Sie haben auch mehr oder weniger die gleiche Größe, den gleichen Abstand und die gleiche Form, natürlich gespiegelt, wie man es aber auch von einer Gravitationslinsenduplikation erwarten würde. Auch andere Galaxienpaare innerhalb des Feldes, wo das Paar gefunden wurde, wiesen ähnliche Eigenschaften auf. Die meisten kosmischen Stringmodelle gehen von geraden Strings aus. Safanova und ihr Team berechneten, dass die beobachteten Galaxienpaare durch Änderung der Ausrichtung und möglicherweise der Krümmung des Strings dupliziert werden könnten. Unsere Modellierung der Beobachtungsdaten in CSC1 zeigt, dass eine große Anzahl von Paaren durch die komplexe Geometrie des Strings erklärt werden kann. Das schreiben die Forscher. Die Berücksichtigung eines Modells eines kosmischen Strings mit der Krümmung in der Bildebene kann die Suche nach GL-Ereigniskandidaten verbessern, insbesondere die Modellierung des Galaxienpaares. Das hat gezeigt, dass der beobachtete Winkel zwischen den Komponenten des Paares erklärt werden kann, wenn der String stark zur Sichtlinie geneigt und möglicherweise in der Bildebene gebogen ist. Dies ist zwar kein entscheidender Beweis, die Entdeckung eines kosmischen Strings erfordert außergewöhnliche Beweise. Es erfordert einen neuen Weg für die Suche nach diesen schwer fassbaren Objekten. Die Forschungsarbeit ist natürlich für euch in der Beschreibung verlinkt, wenn ihr sie denn nachlesen möchtet. Und ich empfehle euch das Video hier, das ihr unbedingt anschauen müsst. Es geht um die Entdeckung der Alice-Rings. Stell dir vor, du schießt einen roten Ball durch den Alice-Ring und auf der anderen Seite kommt ein blauer raus. Neugierig? Dann unbedingt das Video hier anschauen. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Gebt einen Daumen nach oben. Bis dann.